Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute habe ich das Smart Lock von Yale, das Linus. Ich habe zusätzlich auch die Bridge geholt, damit ich das Ganze verbinden kann mit Apple HomeKit oder auch Alexa. Dann packen wir das Linus mal aus. Hier wäre das Schloss. Ich muss jetzt sagen, vom ersten, ich finde es schon sehr schwer und auch sehr groß. Dann haben wir hier das Klebepad, würde ich jetzt vom ersten Eindruck her sagen, mit dem das Ganze an der Tür befestigt wird. Eine Information. Hier ist nichts drin. Das liegt allerdings hier unten. Da hätten wir einen kleinen Imbus. Kleine Platte, die man kleben kann. Und das war alles, was sich in der Verpackung befindet. Dann packen wir die Bridge noch aus. Auch hier die Anleitung. Und die Bridge mit einem direkten Stecker dran. Das finde ich schon mal sehr praktisch. Ich habe jetzt die App installiert von Yale, um mal zu schauen, wie man das Ganze hinzufügt. Als erstes kommt auch Willkommen. Sollen wir beginnen, ein neues Gerät einrichten. Jetzt soll ich einen QR-Code eingeben. Da habe ich auch länger gesucht. Und dann habe ich gesehen, dass das auf diesem kleinen Pappteil innen drin steht. Hier hätten wir den QR-Code jetzt. Dir einige Fragen stellen, um herauszufinden, was für ein Türschlosstyp deine Tür hat. Hat deine Schloss einen Europazylinder? Ja. Hat deine Tür einen Drücker? Ja. Muss der Türgriff zum Verriegeln hochgeklappt werden? Nein. Wir haben dein Schloss-Hardware erfolgreich ermittelt. Bitte stell sicher, dass dein Türschloss eingebaut ist, drücke dann auf Weiter oder du kannst die Installationsanweisung anschauen und loszulegen. Es gibt eine Installationsanleitung. Das klicke ich jetzt einfach mal weiter. Jetzt wird hier einem genau gezeigt, wie man das Ganze einstellt. Hier hat man zwei Klappen, die man abmachen kann. Dann löst sich hier eine Platte. Setze die Montageplatte auf deinen bestehenden Zylinder. Das heißt, das wird dann direkt auf den Zylinder gemacht. Direkt auf den Zylinder. Dafür auch der Imbusschlüssel. Stecke deinen Schlüssel rein. Das heißt, das funktioniert wie beim Nuki mit dem Schlüssel. Und dann wird das Ganze so
So passt dann der Schlüssel rein. Und dann kommt es nachher wieder so dran. Okay, weiter. Ah, hier ist das Batteriefach. Aha, hier reindrücken. Dann öffnet sich das Batteriefach. Dann ziehen wir das auch raus. Es fängt an zu leuchten. Den Deckel wieder rein. Und weiter. Und Installation abgeschlossen. Bitte stellt sicher, dass dein Türschloss eingebaut ist. Ich werde das Ganze jetzt nicht an meine Tür machen. Warum, sage ich euch nachher. Jetzt klicke ich einfach mal weiter. Installiere DoorSense, wenn du überwachen möchtest, ob deine Tür geöffnet oder geschlossen wird. Schauen wir uns das mal kurz an. Löse und kleben. Dafür ist die kleine Platte. Das wird einfach nebendran geklebt. Ziehe die Abdeckfolie vom DoorSense-Magneten ab und klebe ihn auf den Türrahmen genau auf die Höhe vom Yale-Logo. Fertig. Der ist dafür da. Installiere DoorSense, wenn du überwachen möchtest, ob deine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Drücke weiter, wenn du fertig bist. Bitte stell sicher, dass du in der Nähe deines Smart Locks stehst und die Batterie, Trennstreifen sowie eventuelle Kleber habe ich. Scannt nach Schlössern. Er hat es wohl gefunden. Wir nehmen die Vordertür und weiter. Aktiviere und konfiguriere dein Schloss. Jetzt gibt es noch ein Software-Update. Das Update ist fertig. Lass uns dein Schloss kalibrieren. Bitte stelle sicher, dass DoorSense vor der Kalibrierung richtig installiert ist. Drehen jetzt einfach mal. Und wir drehen wieder zurück. Halte die Türe so, dass sie angelehnt ist. Das liegt an dem, für, wegen dem DoorSense. Schließe jetzt deine Türe. Das Schloss wurde erfolgreich kalibriert. Das Tolle an dem Schloss ist, es ist HomeKit-kompatibel. Das aktivieren wir jetzt mit HomeKit, Continue, entferne die Frontabdeckung deines Smart Lock und suche den achtstelligen Code. Okay, ich habe die Frontplatte entfernt. Jetzt schauen wir nochmal, wo das Ganze steht. Der steht im Batteriefach. Das ist magnetisch. Das finde ich toll. So. Fertig. Setup Connect. Lass uns einen Remote Bridge für dein Schloss hinzufügen. Das machen wir jetzt auch. Beginnen. Und hier hat sich jetzt auch schon das Yale gemeldet. Jetzt mal weiter. Wieder ein Codescan. Dann stecke ich das Ganze mal ein. Okay, das Licht blinkt grün. Mit WLAN verbinden. Das Ganze ist auch verbunden. Ging alles automatisch. Die Bridge geht online. Bridge wurde zu 0 hinzugefügt. Okay, was auch immer die 0 bedeutet. Signale testen. Wir erhalten kein Signal. Bitte stelle sicher, dass deine Connect WLAN Bridge eingesteckt ist. Das ist sie.
Wir benötigen eine stärkere Verbindung zu deinem WLAN-Router. Das ist schon mal schlecht. Glückwunsch, dein Schloss wurde erfolgreich eingerichtet. Ich habe das WLAN jetzt, die WLAN-Bridge jetzt nicht verändert. Die Vordertür entriegelt. Sie ist offen. Dann schauen wir uns die App-Funktion jetzt an von der Linus bzw. Yale Smart Lock App. Wir entriegeln das Ganze. Die Lautstärke finde ich jetzt angenehm. Und die Home-App-Seite zeigt mir auch schon an. Standardraum Yale Linus wurde abgeschlossen. Dann wieder entriegelt. Jetzt steht da verriegelt. Ich schaue mal, was hier unten noch ist. Hier haben wir die Aktivitäten. Gästeliste und die House-Settings. Zuhause-Name und Foto, Hauseigentümer bearbeiten. Schlüsseleinstellungen, Connect-Einstellungen. Zuhause-Name und Foto klicken wir mal an. Hier kann man jetzt den Namen eingeben von zu Hause und hier ein Foto von seinem Zuhause hinmachen. Hauseigentümer bearbeiten. Namen, den ich provisorisch mal eingegeben habe. Hier haben wir jetzt das Schloss. Der Name wäre die Vordertür. Zugangscode ausblenden. Sicherer Remote-Zugang. Schlosstöne. Smart Alerts. Autolock. Auto-Unlock. Tür angelehnt. Timing. DoorSense. HomeKit, kalibrieren, auf Werkseinstellung zurücksetzen, Geräteinformationen, Installationsanweisungen und Hilfe bei Fehlerbehebungen. Diese Funktionen sind alle möglich in der hauseigenen App. Das, was immer hier wieder aufpoppt, das bin nicht ich, das passiert automatisch. Wir drücken uns die Bridge an. In der Bridge haben wir die Möglichkeiten Benachrichtigungen, wenn offline, Firmware, Seriennummer, WLAN, WLAN-Signal, BLE-Signal, Gerät trennen, Hilfe bei Fehlerbehebung. Das waren die Einstellungen. Jetzt zeigt es an, dass es verriegelt ist. Wir öffnen wieder. Hier auch schön zu sehen, ein farbiges Licht. Jetzt ist entriegelt. Die Home-App zeigt das auch wieder an. Wir schließen das Ganze nochmal. Und es ist geschlossen. Jetzt klappt die ganze Sache etwas besser. Hier oben haben wir noch das Zuhause, Funktionen mit Yale, Hilfe, ein Gerät einrichten, ein neues. Zuhause, Schlüsselbund steht hier. Dann sind wir wieder hier. Funktionen mit haben wir hier Airbnb, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, IFTTT. Und Philips Hue. Damit kann man das Ganze verbinden. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Apple Home App an. Jetzt müsste das Ganze im Standardraum sein. Hier haben wir dann auch die Anzeige. Es zeigt uns an, Gerät Yale Linus gesperrt. Und hier oben auch schön zu sehen, ein Schlosssymbol. Wir klicken das Ganze mal an. Und es entsperrt sich. Wir drücken das mal länger an. Wir können dann auch hier wieder es schließen. Gehen auf die Einstellungen. Wir haben hier den Namen, den können wir verändern. Wir haben den Raum, momentan Standardraum, in Favoriten anzeigen, das möchte ich jetzt nicht. Wir haben Automation, wenn jemand auf diesem Zuhause ankommt, entsperren. Wenn letzte Person geht, sperren. Das finde ich sehr gut. Vorgeschlagene Szenen. Guten Abend, ich bin zu Hause, ich verlasse das Haus. Wie meistens, wenn man ein Gerät mit Apple hinzufügt. Status und Mitteilungen. Im Status anzeigen, Mitteilungen auf diesem iPhone, zeigt beliebig Personen aus. Wir haben die Yale
App zum Öffnen, die Hersteller, Seriennummer, Modell und die Firmware. Und das war es dann auch. Wir öffnen das Ganze nochmal. Und auch das hat prima geklappt. Jetzt ändere ich mal den Namen vom Schloss. Nenne das Ganze jetzt Zimmertür. Zimmertüre. Und fertig. Und jetzt versuche ich das Ganze mit Siri zu steuern. Hey Siri, Zimmertüre schließen. Das Gerät Zimmertüre reagiert nicht. Hey Siri, Zimmertüre schließen. Sekunde. Jetzt funktioniert's. Zimmertüre ist abgeschlossen. Jetzt öffnen wir das Ganze nochmal mit Siri. Hey Siri, Zimmertüre öffnen. Du musst damit auf deinem persönlichen Gerät fortfahren. Hey Siri, jetzt funktioniert's. Das Ganze nochmal. Hey Siri, Zimmertüre schließen. Bin dran. Tut mir leid, deine Geräte reagieren nicht. Es hat aber funktioniert. Es hat ein paar Kommunikationsprobleme. Hey Siri, Zimmertüre schließen. Es sagt jetzt Türe geschlossen. Okay, ja. Ich gehe jetzt nochmal in die Yale-App zurück. Gehe nochmal auf mein Zuhause. Und es zeigt an, entriegelt. Und die Home-App zeigt ebenfalls entriegelt. Dann schauen wir uns das Ganze noch in der Eve-App an. Gehe in den Testraum. Und hier wäre das Schloss. Zimmertüre. Es ist offen. Jetzt schließen wir das Ganze. Und es schließt sich. Verschlossen. In den Einstellungen sieht man jetzt auch nochmal den Raum. Der Testraum, der Name für Siri und die Mitteilungen. Und das war alles. In der Eve-App ist also nicht mehr möglich, außer öffnen und schließen. Das war jetzt das Linus Smart Lock in der eigenen Yale-App, in der Apple Home-App und in der Eve-App, was man damit alles machen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Fazit. Was kann ich sagen zum Schloss? Als erstes möchte ich sagen, warum ich es auch nicht an die Türe gebaut habe, hat den folgenden Grund, weil ich zeitgleich mir auch noch ein anderes Türschloss gekauft habe, und zwar das TD Smart Lock. Das verlinke ich euch oben auch im Video. Und zwar habe ich mich für das TD entschieden, weil es einfach viel, viel kleiner ist. Es sieht kompakter aus und vom Vergleich her jetzt mit der Einrichtung war das TD einfacher. Man hatte zwar Schwierigkeiten ist jetzt schlecht formuliert. Es war ein bisschen mühsamer, weil man musste den ganzen Zylinder austauschen und hat nicht das Ganze einfach jetzt mit dem Schlüssel verbunden wie bei Nuki, sondern es wurde wirklich der Zylinder getauscht. Man hat dann komplett neue Schlüssel und der Knauf von TD Smart Lock kommt dann direkt auf diesen neuen Zylinder drauf. Und das gefällt mir optisch viel, viel besser. Von der Lautstärke her finde ich jetzt beides sehr angenehm vom Ton her. Was mir besonders gefällt am Linus ist, dass Apple HomeKit kompatibel ist. Es hat Google Assist sowie Amazon Alexa. Für mich ist aber wichtig, dass es Apple HomeKit kompatibel ist. Das hat das TD Smart Lock momentan noch nicht. Es soll aber ein Update dafür kommen und dies ist auch schon ersichtlich in der App mit der neuesten Software drauf. Was ich leider noch nicht weiß, ist, ob beim TD Amazon Alexa oder auch Google Assist kommen soll. Da habe ich mich auch nicht weiter informiert, da es für mich jetzt nicht so interessant ist. Was mir besonders jetzt hier gut gefallen hat, war
dass es hier oben den Farbring angezeigt hat. Grün für öffnen und rot für schließen. Dass es recht einfach ist, das Fach hier zu öffnen für die Batterien. Allerdings auch da wieder, das TD Smart Lock läuft mit Akku und kann man aufladen. Dann war in der Verpackung ja noch der Door-Sensor dabei, den man neben die Tür klebt, neben dem Schloss. Und der ist dazu da, dass man genau weiß, ob die Türe geschlossen ist oder offen ist, wie ein Kontaktsensor. Dann ist das Ganze, wie wir in der App gesehen haben, auch noch mit Philips Hue möglich zu verbinden, was ich jetzt aber nicht getestet habe. Es läuft mit Bluetooth 2,4 GHz und mit WLAN bei der Bridge. Und es sind 4 AA-Batterien drin. Das Schloss gibt es einmal in dem Silber und in einem Grau. Das Schloss kostet aktuell 236 Euro und die Bridge kostet 78 Euro. Ist natürlich auch etwas günstiger wie das TD. Das kostet mit Bridge und Zylinder 399 Euro. Aber ich empfinde den Mehrpreis als lohnenswert. Das wäre es dann gewesen mit meinem Test zum Linus Smart Lock. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch das Schloss etwas zeigen. Ihr habt die Vorteile und die Nachteile etwas gesehen, habt auch gesehen, wie das Ganze funktioniert mit der Apple Home App, mit Siri. Gerne könnt ihr dann auch das andere Video noch zum Vergleich anschauen vom TD-Schloss, je nachdem, was euch nachher besser gefällt. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, welches Smart Lock ihr besser findet, ob es das von Linus ist oder das TD oder vielleicht sogar das Nuki. Wäre für mich sehr interessant. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!